anschließend dann noch einmal Frank und Friedrich Kiemann dazu. Aufgespielt wurde zu Feuerwehrdiensten und Schützenfesten. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahmen einmal Frank und Friedrich Kiemann das Decken beim Schützenfest. Schon seit langem wurde im Feuerwehrkreisen der Wunsch geäußert, die alte Tradition ihres Spielmannsruhms wieder aufleben zu lassen. War sie doch leider in der Vergangenheit eingeschlafen und es fanden keine Aktivitäten in der Stadt. So kam es dann bei einem gemütlichen Beisammensein zwischen den Kameraden Otto Schmidt und Gerrit Ernst zu dem Entschluss, den Spielmannsruhm zu erhalten und wieder zu erwecken. Viele Gespräche zu überzeugen, im Juli war es dann endlich soweit. Mit viel Lampenfieber wurde angetrieben und siehe da, es klappte hervorragend. Wir leisteten einen erheblichen Anteil zum Gelingen des Schützenfestes 1962. Gestärkt durch das gute Gelingen gingen wir daran, unsere musikalischen Fähigkeiten zu erweitern und zu verbessern. Großartige Unterstützung aus der Bevölkerung ermöglichte weitere Beschaffungen. Aber auch die Kameradschaft und Gemütlichkeit